Die einen würden sagen, wie langweilig, der hockt den ganzen Tag am Computer. Für andere macht Till Nowak aus Mainz einen absolut genialen Job. Er ist Spezialist für Trickfilme und wenn er so weitermacht, dann ist der Weg nach Hollywood nicht mehr weit. Stefan Dietz hat sich angesehen, was der 25-jährige Mainzer alles kann. Delivery, Lieferung. Die düstere Science-Fiction-Geschichte sorgt derzeit in der 3D-Branche für Furore. Ein alter Mann lebt außerhalb einer stinkenden Industriestadt. Eines Tages bekommt er ein geheimnisvolles Paket. Der Inhalt verleiht ihm ungeahnte Macht. Geschaffen hat das Hightech-Märchen Till Nowak aus Mainz. Der 25-jährige Mediendesigner ist Autor, Regisseur und Produzent in einem. Seit 5 Jahren arbeitet er in seinem Ein-Mann-Unternehmen sehr erfolgreich als Designer. Wenn man so durch die digitalen Möglichkeiten streift, an der 3D-Animation vorbeikommt, dann muss man da eigentlich automatisch hängen bleiben, wenn einen das fasziniert, weil das einfach der Bereich ist, der alles vereint. Das nötige Know-how hat sich Till an der Fachhochschule in Mainz angeeignet. Delivery ist seine Diplomarbeit und hielt ihn ein halbes Jahr in Atem. Der 9 Minuten lange Film besteht aus 14.000 Einzelbildern. Um jedes Bild zu berechnen, arbeiten 10 Computer fast 4 Monate ununterbrochen. Das war dann auch so eine enorme Rechenpower für meine Verhältnisse enorm, dass die im Winter meine Räume geheizt hat. Also ich brauchte keine Heizung anmachen, sondern die Rechner sind so warm geworden, dass es da schon an die 30 Grad wurde teilweise. Kaum ist der Film fertig, geht der Trubel auch schon weiter. Delivery gewinnt bei verschiedenen Filmfestivals Preise, zum Beispiel beim wichtigen AFI Filmfest in Los Angeles, in Barcelona und in Gent. Die harte Arbeit hat sich also ausgezahlt. Für Tills Freund Christian ist der Erfolg keine Überraschung. Till arbeitet, glaube ich, zum einen sehr, sehr ehrgeizig und sehr konzentriert. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Mischung, auch gerade in diesem Geschäft. Weil meistens fehlt es den Leuten irgendwie an einer dieser beiden Gaben. Und ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Voraussetzung, in dieser kurzen Zeit halt diesen Film machen zu können. Trotzdem, Till bleibt am Boden. Zwar erhält er viele Jobangebote, aber der 25-Jährige will nichts überstürzen. Ich möchte einfach jetzt nicht ins Management abrutschen und nichts mehr selber machen, sondern ich möchte noch ein paar Jahre wirklich selber die kreative Arbeit machen und bin ja auch noch dabei, meinen Weg so ein bisschen zu finden innerhalb der Branche und von daher auch flexibel und unabhängig noch bleiben. Und um seine Zukunft muss sich Till wohl keine großen Sorgen machen. Delivery beweist eindrucksvoll, dass Hollywood-Animation auch in Mainz möglich ist.